Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Willkommen, wie immer hier bei mir auf meinem YouTube-Kanal himmlischebotschaften.de. Ja, und zu diesem neuen allgemeinen Reading gelegt auf dich und dein Herzblatt in die Gegenüberstellung mit vielen Themen. Wo steht ihr gerade? Wie fühlt ihr euch gerade in dieser Beziehung? Was wünscht ihr euch? Was möchte man hier verändern? Welche Möglichkeiten gibt es? Gibt es ein Ziel? Kommen wir gemeinsam an? Das werden wir die lichtvolle geistige Welt fragen. Ja, das ist also grober Überblick dieser Legung. Und starten wir mal durch, was jetzt fallen soll. Gut, ich habe die Lennys, nein, die Lennys habe ich heute nicht da, die Tarotkarten von Matthews in der Hand. Und da soll es auch gleich losgehen. Vorher möchte ich den Erzengel Michael wie immer bitten, diese Gruppe der Sternschnuppen zu schützen, mich, dieses Reading und mich bitte hier auch zu führen, dass hier jetzt die Karten fallen mögen, wie ihr euch gegenübersteht. Das würde mich jetzt interessieren und euch hoffentlich auch. Ja, ich fange mit links an. Das ist die Dame. Ihr guckt bitte, ob ihr euch da findet oder vor allem wiederfindet. Manchmal vertauschen sich die Energien auch, je nachdem, wer da ein bisschen mehr in der weiblichen oder männlichen Energie ist. Da kann es dann auch manchmal liegen. Oh, Gut, ob du Herzschmerz hast, wirst du wissen. Vielleicht auch eine Trennungsaktion. Vielleicht ist gerade Stillstand und darum Liebeskummer und Herzschmerz. Das ist natürlich möglich. Nein, also hier kommt auch die Beendigung, etwas Altes zu beenden, was sehr verletzlich war oder auch ist. Und in dem Fall, ja, sollte hier etwas Neues gestartet werden, so wie es jetzt aussieht. Gut, dann gucken wir mal, ob die dementsprechenden Karten noch fallen, die da jetzt noch fehlen für deine Seite. Die Gerechtigkeit. Zehn der Stäbe. Ziemliche Aufbruchsstimmung, würde ich sagen. Jetzt dann da rauszukommen, den nächsten Schritt zu tun ins Leben, etwas hinter sich zu lassen. Vielleicht gehört dieser Kandidat auch dazu. Da sind hier noch ein bisschen Ängste. Aber die Intuition führt dich. Die wird dich auf den richtigen Weg bringen. Wir haben hier ziemlich viele Beendigungskarten drin. Noch eine. Vielleicht geht auch eine Phase zu Ende, damit etwas Neues beginnen kann. Hier ist auch das Ass der Schwerter. Die sieben der Kelche. Die Herrscherin. Der Stern. Das Gericht. Ja, da ist eine ganze Menge Umbruch bei dir. Ganze Menge. Unten drunter haben wir den Hierophanten. Gut, fangen wir an mit den Schwertern. Wir haben hier die drei der Schwerter, die sicherlich hier
was ich schon sagte, beinhaltet. Du hast die Liebeskummer, bist enttäuscht worden, vielleicht gab es einen Streit oder gar schon eine Trennung. Und du hast hier für dich selbst eine, wenn auch schmerzhafte Einsicht gewonnen, nämlich dass du hier vielleicht etwas beenden musst, denn der Turm ist ja hier auch gefallen, der natürlich dann auch besagt, dass etwas Altes zu Ende gehen muss, damit etwas Neues beginnen kann. Das kann natürlich dann auch immer mal mit nicht ganz angenehmen Situationen oder Gefühlen einhergehen. Das ist leider so. Aber es gilt hier wirklich, Altes loszulassen, zu beenden, um auch etwas Neues beginnen zu können. Ja, wir haben dann hier schließlich ja auch noch die 10 der Schwerter, die dasselbe nochmal sagt. Also hier sind sehr viele Bestätigungen gekommen, Trennung, Schlussstrich, weil hier eindeutig nicht das auch stattgefunden hat, was du dir wünschst. Es mu musste jetzt wirklich etwas beendet werden. Und wenn du hier rausgehst und den Kopf wieder frei hast, wieder aus der Dunkelheit, aus der Tiefe aufsteigst, dann ist das immer so, dass tatsächlich auch hier dann etwas Neues beginnt und eine neue Liebe in dein Leben kommt, mit der du jetzt so vielleicht nicht rechnest und die dann auch einem auf einem ganz anderen Niveau stattfindet, weil du hier für dich eine Entscheidung getroffen hast. Es ging für dich so unter Umständen nicht weiter. Ja. Wir haben hier auf der Linie den König der Schwerter, der jemand ist, der sehr im Kopf ist, der seine Finanzlage im Kopf hat, seinen Erfolg, seine Ziele, die er auch beharrlich verfolgt, wo er auch Erfolg drin hat in der Arbeit, aber nicht unbedingt jemand ist, der Gefühle zulässt, der durchaus etwas unterkühlt rüberkommt und nicht der Kuschelbär ist, den du jetzt vielleicht erhofft hast. Kann sein, dass es der Grund ist, dass du jetzt hier gesagt hast, es reicht mir, das ist mir hier zu wenig und da ist halt immer nur Arbeit und Geld und Finanzen und Sicherheiten und wie auch immer in seinem Kopf und wichtig, aber ich spiele dann irgendwo da eine Nebenrolle und das ist so auf Dauer nicht mehr meins. Das ist auch nicht verkehrt, da bist du sicherlich richtig mit den Überlegungen, vor allen Dingen mit auch mit den Entscheidungen, wenn du da wirklich etwas anderes leben willst und dich auch dafür entscheidest. Ja. Wir haben hier letztendlich gesehen, eben diese Entscheidung mit den 7 Kelchen hier auch liegen, die du da getroffen hast. Die ist wichtig, weil dich die weiterbringt. Du möchtest hier aus dem Negativen raus, wieder ins Positive, wieder im Leben teilnehmen, am Leben Spaß haben. Und ja, wahrscheinlich hast du festgestellt, du bist da mit dem Herrn in einer Illusion hinterhergelaufen, hast gehofft, dass er sich vielleicht verändert oder ja, er dir das zeigt, was du gerne haben möchtest oder von ihm haben wolltest. Und dadurch, dass das jetzt passiert ist, dass du hier eine Grenze gesetzt hast, eine Entscheidung getroffen hast für dich und sagst, nein, das reicht jetzt, hier ist Schichtschacht im Gelände. Ich möchte anders. Das ist nicht mehr mein Fokus für meine Zukunft. Ich möchte anders leben. Dann bist du da richtig. Denn das andere, was hier gefallen ist, deutet ziemlich offensichtlich darauf hin. Der Stern, das muss ich euch letztendlich gesehen nicht erklären, ist eine große Glückskarte. Sie verspricht eine positive Zukunft, eine super Entwicklung und auch die große Liebe. Du bist hier geschützt, beschützt auf
auf deinem Weg und alles steht unter diesem guten Stern. Also wirst du sicherlich auch deine Wünsche erreichen, deine Vorstellungen, deine Visionen. Das ist schon mal eine super Ausgangsposition durch dein Wachstum. Weil du zu dir gestanden hast, weil du hier an dich gedacht hast, du möchtest etwas anders, gehst jetzt weiter, wächst dadurch, weil du über den Schatten gesprungen bist, über deine Angst gesprungen bist, zur Herrscherin heran und die will diese Gefühle leben, die will jetzt etwas Neues und diese Liebe leben. Du hast durch dein Wachstum hier jetzt eine gute Entscheidung für dich getroffen. Hier nimmt alles einen positiven Verlauf. Du fühlst das Leben wieder in dir, wenn du diesen Weg für dich weitergehst und wirst hier sicherlich auch genügend Gelegenheiten bekommen, das Leben zu leben, aber auch die Liebe zu finden. Also auch hier im Großen und Ganzen nochmal die Bestätigung, die hier gefallen sind. Ja, dazu muss man manchmal auch ein bisschen Kraftanstrengung benutzen. Die 10 der Stäbe, die hier auch gefallen sind, deuten so ein bisschen darauf hin, dass du hier jetzt Schritt für Schritt in dieses Leben, was du dir vorstellst, gehst. Die Voraussetzungen dafür sind gegeben. Du wirst dabei unterstützt. Dir gedeiht die Führung an. Du wirst hier mit deinen Schritten ins Glück, in die Liebe, in den Erfolg kommen. Und hier ist es wirklich wichtig, dieses Alte loszulassen, was Überforderung, Belastung und Negativität war. Du bist in dieser Beziehung an deine Grenzen immer wieder gekommen und vielleicht hat man sie auch immer wieder überschritten und irgendwann läuft mal das Fass sicherlich über und da langt das Ganze auch und dann zieht man da so einen endgültigen Schlussstrich. Mit dem Mond ist das immer noch so eine Sache, da hat man vielleicht noch so ein bisschen Angst und man weiß ja noch nicht, was kommt und wie lange wird es dauern, bis ich dahin bin, wo ich hin will? Aber der Mond ist auch die Intuition, ist auch deine Seele, die dich hier führt, die dich hier unterstützen wird auf diesem Weg in etwas Neues. Und du hast hier ja schließlich und endlich auch die Gerechtigkeit liegen, die besagt, du hast etwas gelernt für dich mit diesem mit dieser Entscheidung. Du bist in einer höheren Ebene angekommen, hast durch dein Wachstum eine höhere Reife, eine Mehrreife für dich selbst entwickelt, übernimmst dein Leben in die Verantwortung, in deine Hände. Vielleicht hast du auch ein bisschen deine Macht abgegeben, die du dir jetzt auf diesem Wege quasi wieder zurückholst. Und das, was du jetzt leben möchtest, ist auf jeden Fall auf Augenhöhe im Gleichmaß miteinander, füreinander und im Geben und im Nehmen und nicht immer nur, ich funktioniere und ich mache, was andere wollen, damit die alle glücklich sind. Nein, du bist jetzt wichtig und das ist dir klar geworden. Der Stern, wie gesagt, wird dich begleiten. Du kommst in die Energien der Herrscherin. Du weißt, was du willst. Du gehst deinen Weg weiter. Das liegt hier ziemlich offensichtlich eindeutig im Kartenbild und das war Aufgabe. Das sagt die Karte des Gerichts, dass du hier wirklich jetzt in deine Heilung gegangen bist, dass du in dein Wachstum gegangen bist, dass du eine Aufgabe erfüllt hast,
durch diese Heilung auch das Alte losgelassen hast in der Vergangenheit, aus der Vergangenheit, dich befreit hast. Die Entscheidung war richtig, um jetzt hier dich neu entfalten zu können in einem neuen Lebensabschnitt in deinem Leben. Ja, und dann haben wir noch den Hierophanten, der unten drunter liegt. Und das bedeutet, dass du hier durch diese Reife, durch dieses eigene Wachstum oder durch dieses Wachstum an sich in die innere Sicherheit kommst, deiner Intuition folgst, an Wahrheit und Weisheit gewonnen hast. Du bist sicherlich über diesen Weg auch an den Sinn deines Lebens gekommen. Vielleicht wirst du hier auch über den Weg deine Berufung finden und dich da verwirklichen. Also das ist eindeutig da. Und eins ist klar, du hast eins gelernt und das ist die Meisterschaft, die du hier abgelegt hast, die Prüfung, die du bestanden hast. Du bleibst da jetzt selber treu. Du weißt, was du willst. Du gehst deinen Weg weiter, lebst dein Leben, lässt dich von niemandem mehr reinreden, beziehungsweise funktionierst auch nicht mehr, bist auch nicht immer nur für andere da, um vielleicht die Verantwortung immer dann auf dich zu übernehmen. Nein, es reicht jetzt. Jetzt bist du dran. Gut. Das ist eine super Entwicklung, die du hier hingelegt hast. Und gut, dann schauen wir mal, was da Neues auf dich zukommen kann. Das ist ja mal eine ganz andere Legung. Jetzt bin ich gespannt, was auf der männlichen Seite zum Tragen kommt. Mal sehen, ob der hier auch sowas hat. Dass da auch jemand etwas Neues be beginnen will, ja, der nahfällt. Ziemlich offensichtlich. Die Sonne, ne, der fängt ja schon gut an. Der kommt hier sofort ins Glück. Ja, der hat ja auch nicht so ganz angenehme Zeiten hinter sich, würde ich jetzt mal sagen. Hier gibt es auch die zwei der Münzen. Er weiß, dass er mehrere Möglichkeiten hat, um in dieses Glück, was da jetzt auf ihn wartet, zu kommen. Er muss hier in andere Richtungen auch gehen. Und ihm wird hier die Herrscherin präsentiert. Ja, also du wirst ihm also über den Weg laufen. Und ziemlich offensichtlich, da er sie jetzt hier auch im Kartenbild hat. Und ihr werdet euch da begegnen. Das ist das, was hier reinkommt. Kann natürlich auch dein Kandidat sein, falls du den abgeschossen hast. Irgendwann mal. Und die 7 der Schwerter zeigt ja schon sowas an. Dass da sich eben mal jemand wegschleicht. So, mal gucken, ob wir hier noch mehr über Herrn, noch etwas mehr über diesen Herrn erfahren. Langsam. So. Das Ass der Stäbe. Der Wagen. Die Kraft. Hui. Nehmen wir die zwei der Schwerter. Hier ist der Herrscher, die Königin der Münzen.
Der hat alles hohe Arkana-Karten. Oh. Der Magier, das Ass der Kelche. Meine Herren. Der legt hier jetzt aber einen Neustart ziemlich offensichtlich hin. Die Sieben der Kelche. Der Gehängte. Jetzt alle hier. Die Acht. Nein. Doch, die Acht der Kelche. Gut. Der ist schon ein Stück weiter, würde ich jetzt sagen, so wie der hier reinkommt. Der ist nach einer nicht so angenehmen Phase hier schon ein Stück weiter als du. Ja, wir haben hier zweimal die Schwerter. Das ist einmal die zwei der Schwerter, dass da jemand sehr unsicher ist, relativ viele Zweifel hat. Manchmal sich schwer tut in den Entscheidungen vor Konflikten, lieber wegläuft, als sich denen zu stellen und ja, immer zu irgendetwas aufschiebt. Ich würde sagen, das ist die Vergangenheit, denn er hat ja hier sehr, sehr viele positive Karten. Also der Herr scheint ja einiges erkannt zu haben. Und die Sieben der Schwerter, gut, der wird hier also einiges erlebt haben. Von den Tendenzen her ist er hier belogen worden. Man ist hier oder man hat ihn hier betrogen und ja, darum, weil er Angst hat, das passt dann wieder zu den zwei der Schwerter, dass wir hier wirklich darum Angst haben vor Konflikten und da nicht stellen können. Wir sind also sehr, sehr unsicher. Uns fehlt der Selbstwert, uns fehlt das Selbstvertrauen, weil uns sowas passiert ist. Und ja, das ist also etwas, was natürlich nicht schön ist, wenn man sowas erlebt. Das kennen wir sicherlich alle. Und darum ist er halt hier sehr, sehr vorsichtig, bringt immer oder hat alles in Zweifel gestellt in seinem Leben. Auch die Personen, die dann danach sicherlich in seinem Leben aufgetaucht sind. Und wenn er dann dieses Verhalten immer zu wiederholt hat, ist nicht darüber hinausgewachsen. Ja, dann entfernt sich natürlich die Damen auch immer, weil wer will schon jemand, der da nicht mit mir ins Gespräch kommt, immer wegläuft, Angst hat und nicht zu sich stehen kann, dann kann er auch nicht zu mir stehen. Das ist leider auch so. Und von daher musste hier jemand ganz gewaltig in sich wachsen, um hier wirklich jetzt auch auf ein anderes Niveau zu kommen. Ja, das ist er aber. Und die Karten, die sind hier ja mehr als eindeutig. Wir haben also hier einmal die Situation mit dem Gehängten, dass er in einer Phase war, wo er im Rückzug war, alleine war, hat das Leben Revue passieren lassen, die Dinge betrachtet. Daraus resultierend eine neue Sichtweise gewonnen, um jetzt hier auch in Veränderung zu gehen, sein Leben sich selbst zu verändern, um jetzt auch am Leben teilzunehmen. Also du hast hier ein paar mehr unangenehme Karten, möchte ich sie mal nennen, in deinem Kartenbild. R2, die natürlich auch eine ganze Menge aussagen über das, was ihm da passiert ist.
Aber er ist hier so wie du, also auch weitergegangen und hat hier viel erkannt. Das bringt halt diese Situation des Gehängten hier mit sich. Hat dann schließlich und endlich für sich auch eine Entscheidung getroffen, in seinem Leben all das Negative hinter sich zu lassen, um auch ins Positive zu gehen. Endlich jetzt nicht mehr an diesem Alten verhaftet zu bleiben, sondern jetzt wirklich das hinter sich zu lassen, meine bzw. seine Zukunft, sich selbst, sein Leben neu zu gestalten, zu kreieren, um jetzt hier in die Lebensfreude, Lebenslust, in überhaupt eine neue Lebensphase eintreten zu können. Und auch die Möglichkeiten, die sich sicherlich mit dieser Entscheidung sowieso auch ergeben, jetzt auch zu nutzen. Ja, die Acht der Kelche sagt dasselbe nochmal. Also es ging wirklich darum, sich von diesem Alten an loszulösen. Und hier wurden die Erwartungen, die er hatte, an andere nicht erfüllt. Er ist seinen eigenen Weg gegangen, musste erstmal durch den Tiefgang, um hier sicherlich auch aufzustehen, Entscheidungen zu treffen, um jetzt weitergehen zu können. Ja, und da wirst du ihm natürlich begegnen, denn die Herrscherin ist ja gefallen, die hier natürlich auch besagt, wie bei dir auch, es ist jetzt Zeit, einen Neuanfang zu starten und auch mal sich in die Gefühle oder auch mal die Gefühle wieder zuzulassen, nicht immer in die Angst zu gehen und davor wegzulaufen, sondern hier jetzt wirklich auch dadurch, weil er ins Wachstum gegangen ist, wie du sich auch zu trauen, den Mut zu haben, der ja auch gefallen ist. Ja, die Kraft, der Mut, die Stärke, die er hier mitbekommt für dieses Leben, für diesen neuen Lebensabschnitt, in den er ja nun eindeutig soll. Und der wird hier auch wachsen. Er geht hier, wenn er hier weitergeht, in seinem Wachstum als Herrscher hervor und das ist dann jemand, der tatsächlich dann Durchsetzungsvermögen hat, Struktur in seinem Leben hat, weiß, was er will, verbindlich ist, die Stärke hat, den Mut hat, auch zu den Dingen, zu sich selbst zu stehen, Verantwortung mitbringt und hier letztendlich gesehen weiß, dass er jetzt, wenn er hier eine neue Bindung eingeht, auch die Verantwortung dafür mitbringt. Bringt und auch hier mit dir dieses Füreinander, Miteinander, Geben und im Nehmen und im Ausgleich leben wird. Er muss sich in Bewegung setzen, was er sicherlich auch tut. Er hat da mehrere Möglichkeiten. In dem Fall da liegen zwar zwei, aber die anderen Karten sagen ja auch, er hat da mehrere Möglichkeiten, die er hier sicherlich auch in Angriff nimmt. Ja, wir haben hier bei ihm das Ass der Stäbe und er hat jetzt die Motivation und er nimmt die Herausforderungen des Lebens und dieses Wachstums an, möchte sich hier neu entfalten, erkennt sein Potenzial, was er jetzt wirklich, was er dann auch hat, an, um es jetzt auch anzuwenden. In diesen Möglichkeiten, auf den Wegen, die sich ihm hier jetzt auftun. Und er weiß auch, wenn er sich hier in eine Beziehung jetzt einlässt, dass das hier nicht von kurzer Dauer ist, sondern er möchte ankommen. In der Verbindlichkeit und Verbundenheit, in der Treue, Ehrlichkeit, Stabilität, Sicherheit, dem festen Fundament und natürlich auch diese Liebe jetzt in voller Leidenschaft und mit den Gefühlen hier auch zu leben. Ja, tolle Karten, würde ich jetzt mal sagen. Der Herr hat hier echt einen Wahnsinnsschub gemacht. Also ich hatte am Anfang schon das Gefühl, hier begegnen sich zwei komplett neu. Ich glaube jetzt nicht, dass das irgendwas mit dem Ex zu tun hat oder es sei tatsächlich jemand, den du hier, keine Ahnung, 5 bis 20 Jahre nicht gesehen hast und man in dieser Zeit also wirklich ins Wachstum gegangen ist, da jeder für sich selbst sich jetzt hier auf einer neuen Ebene
wieder begegnet, wo es jetzt auch passt. Ja, denn das Ass der Kelche, was er hier liegen hat, deutet ja darauf hin, dass er in den Neubeginn will und in den Neuanfang sowieso nicht nur in seinem Leben, sondern auch in der Liebe. Er möchte hier Erfüllung, Bereicherung, das große Glück leben in der Gemeinsamkeit. Ja, das klingt alles super. Der hat hier ja, wie gesagt, wirklich die besten Karten dabei. Und ja, wir haben auch die Königin der Münzen, die hier gefallen ist, die er hier vielleicht auch in dir findet, die zuverlässig ist, die weiß, dass sie auch Verantwortung übernimmt für sich selbst, ihr Leben und auch in dieser Beziehung, die aber auch hier Neues erleben möchte, auch in eine Wandlung mit sich selbst gegangen ist, um jetzt hier mit diesem neuen Partner alle Gefühle zuzulassen, diese Gefühle auch zu leben, zu lieben, zu lachen, lustig zu sein und jetzt auch auf einem anderen Niveau, wo er auch steht, dass diese Beziehung, diese Liebe hier nicht mehr mit Erwartungen, mit Mangel und Bedürfnis einhergeht, weil ihr beide auf einem Level seid. Ihr seid auf Augenhöhe. Und von daher könnt ihr jetzt miteinander hier eine komplett andere und neue Beziehung erleben, wie ihr das unter Umständen noch nie erlebt habt. Ja, wir haben hier den Magier noch drin bei ihm. Er ist jemand, der das sicherlich auch für sich erkannt hat, dass es viel ausmacht, wenn ich eine positive Gedankensweise oder Denkensweise an den Tag lege und da eine ganze Menge manifestiere. Und er hat hier mit dem Magier auch eine Meisterschaft hingelegt in seinem Leben. Darum kommt diese neue Phase auf ihm zu, in die er hier mit viel Kraft, Mut, Stärke, Kreativität einsteigen will. Und er wird hier, weil er das sich jetzt so vorstellt, auch in das Glück gehen, alles erreichen, ob es nun im Job ist oder in den Finanzen oder auch diese Beziehung, die er sich ja nach den Karten auch ziemlich offensichtlich vorstellt. Ja, wir haben also hier super Karten drin. Den Nahen muss ich euch nicht erklären. Das ist eh ein Neubeginn. Und da soll es jetzt hin, auch bei dem Herrn, der jetzt hier gefallen ist. Und die Sonne begleitet das Ganze auch noch, ist sowieso die höchste Glückskarte. Das heißt auch, da ist ganz viel Energie jetzt da. Und wir können hier in den Neubeginn gehen mit einer positiven Lebenseinstellung, mit dem Glück an meiner Seite. Und ja, geht hier zuversichtlich in eine wunderschöne Zeit, die eindeutig von Frieden, Glück und Harmonie geprägt ist. Ja, das sind echt super Karten. Ich bin ganz begeistert, dass hier sich zwei begegnen, die hier wirklich gewachsen sind und hier auch jetzt auf einem Niveau ankommen, wo wir hier nicht mehr großartig kämpfen, sondern wissen, wovon wir reden und auch gemeinsam den Weg verfolgen wollen, gehen wollen. Er hat hier unter dem Stapel noch den Ritter der Kelche. Gut, also hier auch nochmal die Bestätigung. Er ist sensibel, klar wird er sein, wenn er da jemand ist, der sehr vorsichtig, misstrauisch ist, ständig Zweifel hatte, dann ist der auch sehr sensibel. Aber er folgt jetzt seiner Inspiration und will jetzt anders. Er mag da nicht mehr drin sein, wo er war. Und hier wird jetzt nur noch Liebe, Harmonie und Glück das Ziel sein, in das er will. Gut, doppelte Bestätigung würde ich jetzt gerade sagen. Und jetzt gehen wir mit den Liebeskarten von Doreen Virtue.
mal in die Mitteilung der lichtvollen geistigen Welt, was die jetzt dazu sagt. Dann bin ich jetzt gespannt, was da jetzt fällt. Das passt. Wir sind weitergewachsen und jetzt dürfen wir ohne Angst lieben und das Herz ganz weit aufmachen und diese Liebe strömen lassen, die wir geben, aber auch empfangen wollen. Ja, also da so weit ist man, das ist ziemlich offensichtlich. Hier wird auch von der Liebe geredet und diese Liebe ist es wert, dass ich meiner inneren Führung folge, die ihr beide jetzt sehr ausdrucksvoll hier zum Vorschein gebracht habt. Und es wird hier auch jeder die nötigen Schritte in dieser Beziehung tun, um auch hier in den Neuanfang miteinander zu gehen, eine feste Bindung hier jetzt auch eingehen zu wollen. Und ja, wir haben also hier auch, wir sollen bitte hier dem anderen die Chance geben, mit uns eine Beziehung einzugehen. Und wir arbeiten sicherlich auch in den Partnerschaften immer noch miteinander, sonst wird es ja irgendwann wieder langweilig. Ja, dass wir auch miteinander reden, wie es uns geht und wie der andere sich fühlt. Vielleicht auch mal etwas Neues miteinander zu beginnen, um das die Partnerschaft auch wieder auf ein anderes Niveau zu bringen. Ja. Und hier gibt es auch, wenn denn, eine Versöhnung, wenn da tatsächlich jemand aus der Vergangenheit wiederkommt, da ist es jetzt möglich, das Ganze auf ein anderes Niveau zu bringen und diese Past-Life-Beziehung hier endlich zu beenden. Ja, und wir wollen hier mit Sicherheit das Leben miteinander leben und die Gefühle sowieso, denn die sind hier sowieso gegeben. Und die werdet ihr sicherlich auch wieder spüren. Und darum gilt es jetzt mit Vertrauen, positiven Denken, am Glück, in der Liebe, mit der Liebe zu arbeiten, um ja auch in die Harmonie, den Frieden, das Gemeinsame in eine erfüllende Partnerschaft zu kommen. Ja, also das ist jetzt hier dasselbe in Grün, was diese anderen beiden Legungen schon gesagt haben. Also man steht da oben mit Sicherheit hinter euch. Und das geht hier jetzt in eine neue Phase. Ja, das passt. Da sind die Zwillingsflammen, das sind die Amos-Botschaften von Toni Salerno. Und hier sagt man auch, wenn man von den Zwillingsflammen ausgeht oder Zwillingsseelen, wir sind so ziemlich auf einer Ebene angekommen durch unser Wachstum, fühlen uns da sehr verbunden. Diese Leidenschaft ist, diese Anziehung ist sowieso da. Und wir können das Ganze jetzt hier auch auf einer neuen Ebene leben, weil wir vieles erkannt haben, was wir auch in der Vergangenheit lassen sollten, und wir möchten jetzt hier in etwas Neues. Gut, ich muss euch die Karte nicht erklären, steht drauf, Umarmung, du hast ein perfektes Gegenstück gefunden. Ja, also hier gibt es nochmal die Bestätigung. Na, ich bin gespannt, bei wem das jetzt zutrifft. Und du musst nichts tun. Nein, alles wird gut werden. Ja, das war's. Ich möchte hier nicht weitermachen. Ich denke, da kommen auch nur noch Bestätigungen. Ich habe das Gefühl, dass es so ist. Und hiermit möchte ich diese Legung auch beenden. Ich wünsche euch all das, diesen Weg, auf dem Weg, diese Erkenntnisse, eure Wahrheiten und Weisheiten, dieses Glück, diese Liebe, diese Harmonie, den Frieden, den Erfolg von Herzen.
alles Liebe, einen wunderschönen Abend, ein schönes Wochenende noch. Ja, und die nächste Legung kommt bestimmt. Bis dann. Bye, bye.